So, hallo, da sind wir dabei. 1, 2, 3, Oberkörper frei. Heute sind wir in Hürtgeloil am Otto-Maikler-See, wie ihr schön hinter mir sehen könnt. Und da gibt es eine kleine Runde unten am Wasser vorbei und eine obenrum die große Runde. Aber wir starten mit der kleinen Runde und irgendwann mal mache ich die große Runde. Also kommt mit auf diese kurze Reise um den Otto-Maikler-See. Ja, und da hinten auf der anderen Seite könnt ihr das Strandbad vom Otto-Maikler-See sehen. Da kommen wir nachher vorbei. Aber erst werden wir hier lang gehen und dann komplett hinten rum. Also los, weiter geht's. Der Otto-Maikler-See ist ein See in der Stadt Hürth im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Er entstand nach dem Braunkohleabbau in einem geplanten Tagebaurestloch. Der Otto-Maikler-See wurde im Juni 1977 der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Otto-Maikler-See hat eine Länge von 2220 Metern und eine Breite von 395 Metern. Die tiefste Stelle im See beträgt 7 Meter. Der Name erinnert an den kurz zuvor am 20. Juni 1967 verstorbenen Grubenpionier und Direktor der Roddergruppe AG Otto Maikler. Am 24. Juli 1967 beschloss der Gemeinderat Hürth auf Vorschlag des Gemeindedirektors Otto Räke, den Regattasee in Erholungsgebiet Otto-Maikler-See umzubenennen. So, da geht's dann hoch für die große Runde, die wir demnächst starten werden. Weil wir gehen jetzt weiter am Wasser entlang. So, da oben kann man schön sehen, die Schornsteine von Rheinbraun in Knapsack. Ja.
So, jetzt ist hier unten am Wasser vorbeizugehen Ende. Leider. Jetzt müssen wir hier hochgehen. Da kann man sehen, da ist das Strandbad vom Otto Maikler See. Aber ich versuche mal gleich von vorne da ranzukommen. Da können wir noch ein bisschen besser filmen. Leider ist der Strandbad zu. Man kann leider nicht da drauf, aber das ist eine Reise wert. Leider jetzt nicht, wo Corona ist. Weil da ist einmal im Jahr Schlagerparty. Das ist voll super. Und dann am anderen Tag ist Kölsche Nacht. Gemacht von den rot-weißen Funken aus Gleuel. Und ja, Frank Tesch organisiert das immer und Bärchen Sester moderiert immer. Also wer da noch nicht war, sollte das auf jeden Fall mal machen, wenn Corona vorbei ist. Das ist super Open-Air-Konzert mit tollen deutschen Schlagerstars und die besten Kölsche Bands. Also mal festhalten in eurem Hinterköpfchen. Also da könnt ihr mal einen Blick erhaschen. Da ist Sommer los. Super Anlage, Essen und Trinken. Betreiber ist Christoph Hausmann und ganz toller Lebensfamilie. So Leute, die Wanderung ist zu Ende. Wir haben jetzt genau gebraucht 1 Stunde und 2 Minuten für 5,18 Kilometer. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefreut, mich zu begleiten auf dieser Reise. Und hinter mir könnt ihr sehen das Ufer. Und da habe ich noch eine Bitte. Ich habe vor über 10 Jahren, bestimmt über 15 Jahre, meinen Ehering ins Wasser geworfen aus Versehen. Und ja, vielleicht hat ihn irgendeiner gefunden, ein Goldring. 13.07.2002 steht da drauf, Sandra und Michael. Vielleicht hat ihn einer gefunden und kann sich ja dann bei YouTube bei mir melden. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann, euer Michael. Ciao.